Seit bald einem Jahr arbeite ich bei den Asylsuchenden mit, bei den Freiwilligen. Und ein Ding, das wir machen, ist, wir geben ihnen Deutschstunden. Und gleichzeitig gibt es ein Begegnungstreff, wo sie Deutsch, was sie gelernt haben, können anwenden, ein bisschen reden und machen. Auch aufzugehen können sie dort machen. Und wenn ich denke, die Leute, die einen können Arabisch oder Farsi oder Persisch, oder einfach all die Sprachen. Und es ist immer so lustig, wenn mit ihnen redest und sagen sie so, Deutsch ist eine schwere Sprache. Und dann finde ich es immer so lustig, weil ich das Gefühl habe, die Sprachen, die sie reden, sind viel schwieriger. Und dann sage ich ihnen immer, also jede Sprache, die du können willst, es ist einfach ein Wörtchen ums andere.